Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße auch ganz herzlich die Fernsehzuschauer. Die letzten zwei Tage, die zwei Nächte, waren wir aufgrund aktueller Sondersendungen nicht hier im Fernsehen zu sehen, aber dafür auch im Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute wieder eine offene Telefon-Talkshow und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier live jetzt in der Nacht, dann ruft mich ganz einfach an unter 0800 5678 111, eine kostenfreie Nummer, oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Florian und Florian ist 21 Jahre alt. Schon guten Morgen. Ja, hallo Domian. Florian, was führt dich zu mir? Ich bin 21 Jahre alt, wie du gerade schon gesagt hast, und ich bin pure List. Was bist du? Pure List? Ja. Ist das was Schweinisches? Wie man es nimmt. Es gibt Leute, die betrachten es leider als Schweinisches und werfen es mit Pädophilen in einen Topf. Nenn mal, Purilist heißt das? Purilist. Purilist. Ja, jetzt erklär, was es ist. Tja, ich bin der Meinung, dass ich eigentlich ein kleines Kind bin und auch so behandelt werden möchte. Mhm. Was also bedeutet, dass ich Windeln trage, dass ich einen Schnuller benutze, ein Fläschchen rumstehen habe, mich mit Kuscheltieren umgebe. Also du bist etwas anderes als ein Windelfetischist. Die kennen wir ja alle mittlerweile. Ja, Windelfetischisten werden auch so bezeichnet. Es gibt da allerdings halt zwei Arten. Mhm. Es gibt einmal diese sogenannten DL, also Diaper Lovers. Ist klar, ja. Und dann gibt es eben die sogenannten Adult Babies, also erwachsenen Babys, Leute, die sich eben gerne wie ein kleines Kind fühlen wollen. Und das bist du denn eher? Das bin ich dann eher, ja, genau. Ja. Du möchtest dich mit deinen stolzen 21 Jahren eher als Baby fühlen. Ja. Bist vom Selbstverständnis her auch eher ein Baby. Ja, was heißt Baby? Wie Baby alt? Ist vielleicht ein bisschen klein, eher so in dem Bereich 3 bis 4. 3 bis 4. Warum möchtest du das? Ich weiß nicht so genau. Es gibt da also verschiedene Theorien, die ich habe. Einerseits bin ich niemand, der gerne Verantwortung übernimmt. Mhm. Und ich erinnere mich halt gerne an die Zeit zurück. Ich habe dieses Wunschdenken, Windeln zu tragen, eigentlich schon, kaum, dass ich aus den Windeln rausgekommen bin, also so mit 3,5 schon wieder gehabt. Es hat sich also dadurch geäußert, dass ich angefangen habe, mir Windeln selber zu basteln, mit Tempos oder Toilettenpapier. Ist das wahr, in dem frühen Alter schon? Ja. Ja. Und wann ist dir das denn so richtig bewusst geworden, dass du eigentlich so auf diese Sachen stehst, so in der Pubertät oder wann? Es hat also seit meiner Kindheit immer mal wieder habe ich das gemacht, bis ich dann 11 Jahre alt war und zu meinem damaligen Bedauern aufgrund vom Besuch zur Übernachtung im Zimmer meiner Schwester gezwungen war, weil der Besuch halt mein Zimmer belegt hat. Und meine Schwester war damals zwar auch schon aus den Windeln raus, aber hatte halt noch einige rumliegen, die sie nun für ihre Puppen verwendete. Mhm. Und da kam mir halt erneut mal wieder der Gedanke, hey, probier doch mal eine an. Das habe ich dann auch getan. Und das hast du wahrscheinlich heimlich gemacht damals? Ja. Im Alter von 11 Jahren? Ja. Wie lange hast du es heimlich gemacht? Heimlich gemacht. Also meine Eltern sind getrennt. Ich bin also mit 16 zu meiner Mutter gezogen, also von 11 bis 16 habe ich es auf jeden Fall immer heimlich gemacht, wobei ich dazu sagen muss, dass ich schon das ein oder andere Mal halt aufgeflogen bin. Sehr, also, sehr zum Bedenken wahrscheinlich dann deiner Mutter. Ja, das war halt noch meine Stiefmutter, die sich da also schon drüber sehr echauffierte. Und da lass uns noch mal, Florian, einen Schritt jetzt in die Jetztzeit machen. Du bist jetzt 21 Jahre alt und sagst eben, dass du im Prinzip gerne ein Kind sein möchtest, ein Baby, ein vierjähriges Kind, dreijähriges, vierjähriges Kind. Ja. Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Also die Windeln, den Schnuller, die Plüschtiere, die in deinem Zimmer. Lebst du alleine? Größtenteils ja. Ich führe also eine Wochenendbeziehung mit einem 3 Jahre jüngeren Mädchen. Aber du hast eine eigene Wohnung? Ich habe eine eigene Wohnung. Also die Wohnung sieht aus wie eigentlich die Wohnung eines Kleinkindes?
Nein, eigentlich, wenn du bei mir reinkommst, würdest du das nicht vermuten. Es sei denn, ich habe den einen oder anderen Schrank aufstehen oder eben nicht aufgeräumt. Mhm. Und so liegen dann halt schon mal gewisse Sachen rum, wie eben Flaschen. Wenn ja, also ich finde in deiner Wohnung nicht den Laufstall, in den du gerne gehst, dann, wenn du nach Hause kommst, nach dem Einkaufen. Den hätte ich gerne. Den hättest du gerne, in der Tat. Wäre auch möglich, einen in meiner Größe zu bekommen, so wie es auch möglich wäre, Wickeltisch oder, ich sag mal, Gitterbettchen oder sowas in meiner Größe zu bekommen. Ja. Es scheitert, da ich eben erst 21 bin, noch an den finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, bekommst du da deine Kinderwelt in deiner Größe serviert. Ja. Ich sehe dich dann schon in dem Laufstall sitzen. Vielleicht in Babykleidung und Schnuller im Mund und du guckst die Teletubbies. Ja gut, ich sag mal, die Teletubbies ist vielleicht doch was kleiner, aber Zeichentrickfilme zum Beispiel, so Disney-Filme, gucke ich mir unheimlich gerne an. Nun kann man das so locker bereden, man kann auch schmunzeln dabei. Aber es ist ja auch schon irgendwie ein bisschen krass, ne? Ja. Für viele Leute, die jetzt zuhören, die werden denken, mein Gott, hat der eine Klatsche? Oder ist der noch ganz richtig? Oder ist der irgendwie auch sexuell pervers? Was ich da ganz wirklich und ganz ausdrücklich zu sagen muss, also ein purer List hat absolut nichts mit einem Pädophilen zu tun. Ich glaube, das haben wir auch alle so verstanden. Also ich konnte mir niemals vorstellen, irgendwie einem kleinen Kind etwas zu tun in dieser Richtung. Ich bin selber ein kleines Kind. Also ich würde mich eher mit dem hinsetzen und anfangen, eine Ritterburg aus Lego aufzubauen. Fühlst du dich denn mit dieser... Ja, mit dieser sexuellen Eigenart, oder es ist ja nicht nur rein sexuell, sondern mit dieser Lebenseigenart wohl? Ich selber fühle mich größtenteils wohl. Ich habe teilweise das Problem, dass ich eben meinen Freundes- und Umfeldkreis so gut kenne, dass ich einfach voraussehen kann, dass da nicht jeder mit klarkommt. Es wissen nicht so viele. Es wissen sehr wenige. Also aber es hat auch natürlich eine sexuelle Komponente, ne? Ja. Das heißt, wenn du die Windeln trägst, ist das auch was Stimulierendes für dich? Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade so am Rande bemerkt, dass du eine Wochenendbeziehung führst. Das heißt, du hast eine Freundin. Mhm. Weiß die das denn? Die weiß von all meinen Lieben doch am meisten. Doch am meisten. Ich dachte jetzt schon, du würdest sagen, die weiß überhaupt gar nichts. Sie weiß eigentlich alles. Und lässt du dich dann auch so gehen in ihrer Anwesenheit? Ziehst du auch schon mal deine Babysachen an und die Windeln und den Schnuller, wenn du bei ihr bist oder wenn sie bei dir zu Gast ist? Ja, das geht sogar noch einen Schritt weiter. Also meine Freundin hat das so weit akzeptiert, dass es mir ohne weiteres passieren kann, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ohne Windel rumsitze, von ihr gelegentlich doch einen Anschiss kassiere, ins Bett geschickt werde, um gewickelt zu werden. Ach, das ist ja nun wirklich eine Nummer schräg, Florian. Das heißt, deine Freundin schickt dich dann ins Bett und du gehorchst dann natürlich auch, weil du auch in der Kinderrolle bist. Ja, wenn ich nicht den Hintern voll kriegen will, auf jeden Fall. Ja, kriegst du auch schon mal ab und zu von ihr den Hintern voll? Kommt auch vor, ja. Echt? Wenn dann ich ganz frech bin. Hose runter und klatscht drauf? Ja. Und schreist du dann auch wie so ein kleines Kind? Kommt vor, ja. Jetzt spielen wir mal die eine Szene weiter durch. Sie sagt ab ins Bett mit dir, du musst jetzt Windeln tragen. Und dann windelt deine Freundin dich? Das heißt, sie breitet eine Wickelmatte auf dem Bett aus. Entweder ziehe ich mich in der Zeit schon aus oder sie macht das dann. Also ich sag mal, kleine Kinder haben mit Klamotten ja nun doch geringfügige Probleme. Und dann lege ich mich hin. Dann fängt sie an, mich mit dem Öltuch zu säubern, einzucremen, zu pudern, eine Windel unterzulegen. Dann werde ich eingepackt. Entschuldige, wenn ich immer so ein bisschen dabei schmunzeln muss. Das ist jetzt nicht böse gemeint, ne? Aber ja, es klingt halt für uns, die wir mit solchen Dingen nicht täglich konfrontiert sind, schon ein bisschen absonderlich. Es ist ja auch absonderlich. Ich bin froh, wenn die Leute schmunzeln. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe also auch schon, ich sag mal, mich Leuten anvertraut, denen klappte der Gesichtsladen runter und die bekamen so komische rote nach hinten verdrehte Augen. Und nee, so ist das hier nicht, das weißt du ja wahrscheinlich. Ganz klar. Wenn diese Windelaktion dann passiert ist auf deinem Bett, ist es dann gut oder geht es dann so sexuell los bei euch? Es kann sexuell losgehen, muss aber nicht. Muss aber also nicht. Jetzt. Meistens, wenn ich dann gerade eingepackt bin, eigentlich nicht, weil meine Freundin... Dann müsste man ja gleich wieder auspacken. Natürlich auch nicht gerade Lust hat, sich erst die ganze Arbeit zu machen, um mich dann direkt wieder auszupacken. Klar, so würde ich dann auch denken, wenn ich deine Freundin wäre. Höre, jetzt müssen wir noch eine Stufe weitergehen. Ja. Windeln assoziieren ja auch immer noch andere Dinge, ne? Nämlich, dass man da Pipi reinmacht und noch andere Dinge. Machst du das auch?
Also ich verzichte auf die anderen Dinge. Mhm. Pipi mache ich da schon rein. Mhm. Und das muss deine Freundin auch wieder sauber machen? Ja. Und das macht sie auch? Ich trage also, ich sag mal, richtige Pampers für Erwachsene. Mhm. Und die sind also schon saugfähig. Also ich sag mal, wenn meine Freundin kontrolliert, ob ich nass bin, mhm, und dass er merkt, sag mal, wartet sie vielleicht nur eine Viertelstunde und dann wird halt ausgepackt. So, dann ist das alles aufgesaugt. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 18. Wie lange seid ihr zusammen, ihr beiden? Etwas über 3,5 Jahre. So lange schon? Ja. Und als du ihr das damals, da war sie ja noch sehr jung, als du ihr das erzählt hast, oder so andeutungsweise wahrscheinlich erzählt hast, wie war das? Fiel ihr dann wirklich auch nicht die Mundwinkel bis auf die Knie? Nein, weil ich das ganz behutsam und wirklich peu à peu gemacht habe. Mhm. Also meine Freundin, sag ich mal, weiß vielleicht jetzt seit einem knappen halben Jahr wirklich alles von mir. Dass ich ja nun in der Beziehung auch das Vertrauen nach und nach aufbaut. Mhm. Aber es war nie so, dass sie auf Distanz deshalb zu dir gegangen ist, weil sie da solche Sachen nach und nach erfahren hat. Nein, ich habe das ganz geschickt einfädeln können durch einen Running Gag, den wir im Urlaub hatten. Ich habe also auch vorher schon einige sexuelle Beziehungen gehabt, wo ich das geheim gehalten habe. Mhm. Und bei meiner Freundin fiel mir also dann auf, ich sag mal, sie hat mich in der Anfangszeit doch sehr zappeln lassen. Mhm. Fiel mir dann doch auch beim Petting auf, dass ich vorher noch nie eine Frau hatte, die von vornherein schon so feucht wurde. Mhm. Was mich dann halt so zu diesem Witz hinreißen ließ, kleines Kind, brauchst halt eine Windel, läuft ja aus. Ach so. Und ich bin dann irgendwann, es war also in einem Urlaub, und ich bin dann so ein halbes Jahr nach dem Urlaub hingegangen, da waren wir dann also auch knapp ein halbes Jahr zusammen. Ja. Und hab ihr ein Geschenk gemacht, was eine Kiste war, wo ja so lauter Kleinigkeiten drin waren, die mit unserer Beziehung zu tun hatten. Mhm. Den Lieblingspullover von mir, den sie sich immer auslieh zum Beispiel, ein paar Halme von der Wiese, wo wir immer saßen. Ich unterbreche das jetzt mal. Das heißt, ein paar Windeln. Das heißt, du hast sie dann so ganz allmählich über diesen Gag dann auch daran gebracht. Sie windelt sich selbst aber nicht ernsthaft. Sagen wir mal so, sie hat jetzt nicht so den Hang dazu wie ich, aber sag mal, aus gelegentlich praktischen Gründen oder sag mal, wir gucken schon uns einen Film mit Überlänge im Kino an oder so, klar. Dann auch. Auch gelegentlich. Also ich glaube, du kannst ja wirklich vom Glück reden, dass du da so eine Partnerin gefunden hast. Auf jeden Fall, ja. Ne? Man hört ja immer wieder von Leuten, die diese Leidenschaft haben und sehr einsam sind und sehr abgekapselt leben. Ja. So, dein Wunsch wäre, irgendwann so viel Geld zu haben, dass du dir all diese Accessoires in groß, die es für Kleinkinder gibt, in deine Wohnung zu schaffen und das richtig auszuleben. Ich finde, es klingt absonderlich, was du erzählst. Und manch einer wird die Nase rümpfen und wird auch sagen, mein Gott, wie kann man denn so leben? Oder wie, das ist doch pervers. Ich glaube, du bist ja der beste Beweis dafür, dass es nicht pervers ist, sondern auch eine Spielart der Sexualität ist, wenn auch eine sehr ungewöhnliche und sicher auch sehr seltene. Aber du hast eine Freundin und ihr teilt das miteinander. Du schadest dir nicht, du schadest schon niemand anderem. Dann ist es auch okay, finde ich. Ja, finde ich auch. Also ich bin da unheimlich froh. Ja. Und darf ich dich noch fragen, was du vom Beruf machst? Ich bin zurzeit Zivildienstleistender. Zivildienstleistender. Ja. Was willst du mal machen beruflich? Ja, ich überlege, eine Ausbildung anzufangen im IT-Bereich. Was ist das? IT-Elektronik. Also Computer. Ja, also was ganz Neutrales dann. Ja. Ich dachte schon, du würdest jetzt in einen ganz anderen Bereich gehen, so das große Kontrastprogramm vom Kleinkind, wenn du jetzt Bodyguard werden wolltest oder sowas. Nee, das wäre mir viel zu viel Verantwortung. Verstehe. Auf jeden Fall. Florian, du grüßt mir herzlich deine süße kleine Maus, ja, dein Mädel. Sehr und ich gut. Wünsche alles Gute und Ja, danke. Also in Ordnung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich will euch jetzt schon mal sagen, dass wir nächste Woche Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, eine große Premiere hier feiern. Dann gibt es nämlich die 1000. Sendung Domian. Das hätte ich damals auch nicht gedacht, als wir vor 5,5 Jahren angefangen haben, dass es so gut funktioniert und vor allen Dingen, dass wir ein so tolles Publikum bekommen und ein immer größer werdendes Publikum bekommen. Dafür bedanke ich mich natürlich auch sehr bei euch. Also am Montag ist die 1000. Sendung Domian. Da haben wir vor, dass es wie immer eine offene Sendung ist von Montag auf Dienstag, aber im Vordergrund sollt ihr stehen mit euren Fragen an mich, bezogen auf diese Sendung und von mir ist auch bezogen auf meine Person. Ihr könnt dann hier wirklich alles fragen, was ihr mich immer schon mal fragen wolltet, was euch interessiert, an den Moderator und eben auch an der Sendung. Nächste Woche, Montag auf Dienstag, die 1000. Ausgabe von 1 Live Domian.
Jetzt geht's weiter mit Klaus. Klaus ist 18 Jahre alt. Stimmt das? Ja, Tachchen. Und weit hinten oder daneben sitzt auch ein Andreas und der ist 26 Jahre alt. Ja, das stimmt. Ich rede aber jetzt im Moment mit Klaus, ne? Ja. Klaus. Da möchte ich mal gerade die Situation schildern. Ich habe ungefähr den Andreas vor 5 Wochen in einem Supermarkt gesehen. Ja. Und da war ich noch mit dem Jörg zusammen, mein Ex jetzt. Ja. Hatte ich da eben gesehen und habe ich gesagt, nee, den möchte ich kennenlernen. Und dann hat eben der Jörg dem Andreas eine Visitenkarte gegeben. Ich habe das am Anfang gar nicht geglaubt, dass er eine Visitenkarte gegeben hat. Und dann hat sich der Andreas gemeldet. Also nochmal zur Klärung, dein ehemaliger Freund, ja, der hat Jörg, dem Andreas, mit dem du jetzt offensichtlich zusammen bist, ja, seine Visitenkarte gegeben. Ja, richtig. Warum hat er das getan? Nur weil du gesagt hast, den möchte ich mal kennenlernen. Den möchte ich mal kennenlernen. Aber ein edler Zug von einem, oder ein seltsamer Zug von einem Geliebten, ne? Dass er euch verkuppeln wollte. Ja, der war schon immer ein bisschen seltsam. Der hat mich so oft eifersüchtig gemacht, aber das ist jetzt gegessen. Ja. Ja, dann hat eben der Jörg dem Andreas die Visitenkarte gegeben. Der Andreas hatte sich dann gemeldet. Mhm. Und dann hatte sich der Andreas und der Jörg getroffen. Und dann haben die mich eben abgeholt. Dann sind wir eben ins Lastradas in Düsseldorf, in Szenekneipe, was trinken gegangen. Und dann wurde das irgendwie zu langweilig. Und dann sind wir nach Kaiserswerth an den Rhein gefahren und saßen da auf einer Parkbank, hatten noch einen gezwitschert. Mhm. Und dann hat dann irgendwann der Jörg den Andreas so ein bisschen befummelt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, du Arschloch, den krieg ich. Mhm. Ja, und dann habe ich dann mit dem Andreas rumgemacht. Der Jörg, der war so ein bisschen außen vor, der hat sich dann wieder so eingeklinkt. Und dann ging es dann heftig auf der Parkbank los. Im Hintergrund gingen dann noch Leute vorbei. Mhm. Ja, und dann waren wir dann irgendwann in der Nacht um 3 Uhr fertig. Dann hatten wir noch Hunger, sind nach Duisburg gefahren, mhm, sind aber dann irgendwie in Oberhausen gelandet. Und Andreas und meine Wenigkeit hinten noch am Rumturteln. Mhm. Morgens haben sie mich dann in die Klinik gefahren zur Arbeit. Und dann... Bist du Arzt oder Krankenpfleger? Ja. Mhm. Und dann hat der Jörg den Andreas von nach Hause gefahren. Und dann hatte sich der Andreas irgendwie gar nicht mehr gemeldet. Ich hatte mich dann nochmal bei ihm gemeldet. Mhm. Und dann kam er dann nochmal zu uns zum Essen, zum Jörg und zu mir. Mhm. Und der Jörg, der stand dann die ganze Zeit in der Küche und hat dann rumgewerkelt. Und so ist es dann passiert, dass ich eben mit dem Andreas zusammengekommen bin. Und das wolltest du uns mal so erzählen? Das wollte ich einfach mal so erzählen. Ist doch eine sehr schöne Liebesgeschichte, ja, ne, die ungewöhnlich ist und nicht alle Tage passiert. Nee. So, dann wünsche ich euch beiden einfach viel Glück und alles Gute für eure Liebe. Und wir bedanken uns, dass ihr oder du uns das erzählt hast. Danke. Okay, auf Wiedersehen. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja, so sind die Homosexuellen, bei denen passiert das schon mal so. Felix, 27 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen, grüß dich. Hier ist Felix. Ja. Ich möchte mit dir mal wieder vielleicht über diese Talklines sprechen. Talklines, Datinglines. Und zwar unter 2 Aspekten. Also einmal ist es so, dass auf diesen Lines eben sehr viel Manipulationen stattfinden. Mhm. Das heißt, es werden einem Leute suggeriert, die gar nicht am Telefon sind, weil dort Tonbänder geschaltet werden beispielsweise. Mhm. Das heißt, es gibt also Situationen, dass man eben anruft bei so einem System und man hört 30 Leute. Und de facto sind aber eigentlich nur 5 oder 10 Leute da und der Rest sind alles nur Tonbänder. Mhm. Was man dann eben merkt, wenn plötzlich die Nachrichten überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was man selber über sich mitgeteilt hat oder so. Also du redest jetzt von diesen Talklines, wo quasi in so einer Gruppe gesprochen wird. Es gibt ja so viele, kommt ja ganz durcheinander mittlerweile in diesen Talklines. Nee, nicht in der Gruppe jetzt in dem Sinne, was du jetzt wahrscheinlich meinst, so Party für 10 oder so, wo also 10 Leute gleichzeitig miteinander sprechen, ne? Sondern eben so eine Line, wo man sich nach und nach die einzelnen Kontaktanzeigen sozusagen, die Ansagen anhört. Ja. Man kann einzelnen Leuten gezielt Nachrichten schicken. Ich meine, letztendlich, das habe ich hier nur auch schon so oft gehört, ist das natürlich die schlimmste Geldschneiderei schlechthin. Ja, ja. Und dass da mit allen möglichen Tricks gearbeitet wird. Und mich wundert es ja sowieso, dass das noch so funktioniert. Wenn man nachts durch die Fernsehlandschaft zappt, wird man ja erschlagen, ne, von diesen ganzen Angeboten. Das ist wahr, ja. Also hast du denn persönlich da sehr schlechte Erfahrungen gemacht? Oder wie kommst du gerade auf das Thema?
Ja, also ich hatte eben auch meine Zeit, wo ich ziemlich süchtig war, dass ich echt auf den Lines angerufen habe. Mhm. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn hier bei dir Leute mal erzählt haben, dass sie da auch wirklich Nächte durchtelefoniert mhm. haben. Ich habe auch einige nette Leute kennengelernt, das auf jeden Fall. Aber ich habe mich eben auch oft geärgert, dass das wirklich eben so manipuliert ist, dass eben dann Nachrichten, die man an Leute schickt, nicht weitergeleitet mhm. werden, dass mhm. Leute, von denen man glaubt, dass sie präsent sind, in Wirklichkeit nur Tonbänder sind. Mhm. Und was aber ich eigentlich noch für viel schlimmer erachte, ist eben, dass diese Lines nach wie vor nicht kontrolliert werden oder die meisten. Das heißt also, es gibt dann Lines, wo Väter eben ihre zwei minderjährigen Söhne anbieten und sagen, also ja, ihr könnt hier Andreas 12 und Oliver 8 haben und ihr könnt uns auch zu dritt haben, wo ich irgendwie denke, wie kann denn das sein, dass die Telekom noch solche Okay, das ist natürlich wahr, wenn du sowas hörst, wieso rufst du nicht sofort die Polizei an und sagst, hier auf dieser Line wird das und das angeboten? Ja, müsste man eigentlich machen. Ja, natürlich, was ist das für eine Frage, natürlich macht man das. Ja, also da muss man nicht immer andere anklagen, warum tun die nichts, das kann man doch selbst sofort initiieren. Ja, also ich habe mal einen Operator kennengelernt, der so selber so ein kleineres System aufgezogen mhm. hat und der sich eben immer eingeschaltet hat, also wenn die Themen irgendwie brisant wurden, mhm. wenn es dann mhm. eben um pädophile Themen mhm. ging oder um Tiersex oder mhm. so und gesagt hat, passt auf Leute, mhm. so geht's nicht. Okay, hast du denn sehr, sehr viel Geld in diese Sexlines gebuttert? Ja, das kann man schon so sagen. Wie viel Geld ungefähr? Kannst du es über den Daumen sagen? Also ich hatte schon ein, zweimal Telefonrechnungen doch über 1000 Mark. Mhm. Und das ist natürlich... Mhm. Hast ja. du denn, ich hatte neulich eine Gesprächspartnerin hier am Telefon, die sich auch immer wieder dann mit den Männern, die sie kennengelernt hat, getroffen hat. Hast du dich mit den Frauen, die du kennengelernt hast, auch getroffen? Ich muss sagen, in meinem Fall waren es auch Männer. Bitte? In meinem Fall... Sind es auch mehr, gut, ja. Hast du dann auch Partner getroffen? Ja, ich habe also relativ viele Leute getroffen auch. Mhm. Und man erlebt da natürlich auch sein blaues Wunder. Mhm. Also am Anfang war ich sehr blauäugig und dachte, wenn jemand nett klingt und so, dann wird er auch genauso aussehen, mhm. wie ich mir den vorstelle. Und dann erlebt man einige Überraschungen, mhm. weil natürlich die Realität oft sehr anders ist, als ja. so, das, wie die Leute ja. sich anpreisen. Aber für mich war es dann auch immer so ein bisschen ein Spiel, so nach dem Motto, wie gut ist meine Menschenkenntnis, mhm. ne? Dass ich immer denke, ja, also jetzt müsstest du eigentlich mittlerweile irgendwie auf den Trichter kommen, wie sind die Leute wirklich drauf? Mhm. Und bist so. Du jetzt ganz von der Schiene runter? Hast du es geschafft? Ja, sagen wir es mal so, ich habe es sehr reduziert. Mhm. Also ich kann es mittlerweile viel besser kontrollieren. Mhm. Und es ist eben nicht mehr so, dass ich quasi dann wirklich irgendwann abends anfange, um 11 Uhr anzurufen und dann mhm. um 2 den Hörer aus der Hand fallen mhm. lasse. Also eine generelle Warnung, die all das unterstreicht, was ich hier auch schon oft gehört habe in der Sendung, ja. nämlich Vorsicht mit diesen Leitungen, vor allen Dingen mit diesen Sexleitungen. Ich finde halt unglaublich, dass die wollen nur euer eine Geld. Gesetzliche Regelung gibt, dass man naja, nicht sagt, also man muss ja auch nicht immer den Gesetzesgeber heranziehen. Man kann ja auch selbst einfach initiativ sein, indem man ja. eben solche Missstände direkt der Polizei meldet oder einfach da nicht anruft, ne, und da nicht mitmacht. Ja, ja, klar, aber ich meine, es sollte ja schon auch die Möglichkeit geben für Leute, ne, die Kontakt suchen oder mhm. so und die sonst vielleicht ein bisschen schüchtern sind mhm. oder so, mhm. nicht so ausgehend szenemäßig oder so, mhm. und da so mal Leute kennenzulernen. Mhm. Und wenn man dann immer wieder so etwas mitkriegt, ich meine, man merkt auch an diesen Lines mittlerweile, dass sich so die Sexpraktiken oder allgemein immer mehr radikalisieren. Mhm. Also ich, als ich da vor 3-4 Jahren das erste Mal angerufen habe, war das alles noch relativ harmloser. Mhm. Ja. Mittlerweile gibt es Leute, die sagen, suche Männer, die mich mit HIV infizieren, wo ich dann frage, ja, geht's euch denn eigentlich noch so gut? So was gibt es in der Tat? Das habe ich wirklich einmal gehört. Also da ist mir echt der Hörer aus der Hand mhm. gefallen. Mhm. Also, Felix, das war eine Warnung, die du jetzt rausgegeben hast in die Welt. Ich danke ja. für deinen Anruf und hoffe, dass du da nicht mehr so viel ranhängst. Geh raus und es gibt genügend nette Männer auf der Straße und in Kneipen. Das ist richtig, ja. Viel Erfolg, auf Wiederhören. Alles klar, danke Ciao. Dir. Tschüss. Unsere Telefonnummer, falls ihr mich hier anrufen wollt, live in der Nacht, 0800 5678 111, eine freie Telefonnummer, eine kostenlose. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Morgen übrigens heißt unser Thema, heute sind wir ganz offen für alle Themen, morgen heißt unser Thema, ich schwimme im Geld. Und ich möchte mit Leuten reden, die richtig Kohle haben.
die sozusagen schweinereich sind, die gerne auch Millionäre sind. Und ich bin gespannt, ob sich doch der eine oder andere traut, hier anzurufen. Wir sichern natürlich Anonymität zu, das ist klar. Und erzählt mir, wie ihr reich geworden seid und erzählt mir, wie man als reicher Mensch lebt. Lebt man wirklich so gut, wie sich die Leute, die nicht so viel Kohle haben, das immer denken? Ich schwimme im Geld, das ist das Thema morgen hier bei uns. Lena, 48 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Lena. Ja, hörst du mein Herzchen klopfen? Ich höre es total, es schlägt und schlägt. Aber ich will dein Herz gleich beruhigen. Ja. Hier wird niemandem der Kopf abgerissen. Ja, ich weiß. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ich bin jetzt aus Solidarität auch ein bisschen aufgeregt noch. Würde ich jetzt auch sagen. Also, was ist dein Thema? Ja, ein Mann zwischen zwei Frauen. Mit einer ist er verheiratet, mit mir ist er verlobt. Ein Mann zwischen zwei Frauen? Ja. Also, es geht jetzt um deinen Geliebten? Nee. Mit dem du verlobt bist? Nein, nein, um meinen... Nee, Geliebter war der nie. Es geht jetzt um einen Mann, mit dem, in welchem Verhältnis stehst du zu diesem Mann? Ja, wir sind verlobt. Also doch, das meinte ich jetzt. Ne? Wir also sind verlobt, Dein Verlobter. Und dieser Mann ist gleichzeitig auch noch verheiratet. Ja, als ich ihn kennenlernte, wollte ich gar keine Verbindung mehr haben oder keine Beziehung, besser ausgedrückt. Mhm. Und er hat mich dann doch umgekriegt, erzählte mir, dass er schon seit 2 Jahren getrennt lebt. Mhm. Ja, und er wollte mich heiraten, ganz schnell nach circa 2 Wochen, da kam schon sein Heiratsantrag. Übrigens, wie ich letzte Woche von seiner Frau erfuhr, genau auf die gleiche Art, wie es bei ihr abgelaufen ist. Also, eins mal nach dem anderen. Ja. Wie lange kennst du denn diesen Mann? Seit dem 24.02.99. 24.02.99, also noch nicht so ganz lange. Und du hast mittlerweile auch Kontakt zu seiner Ehefrau? Ja. Wie ist dieser Kontakt entstanden? Ja, sie hat mich letzten Mittwoch angerufen und wollte ihm sprechen. Da bin ich dann gar nicht drauf eingegangen. Woher wusste sie denn von dir und deine Telefonnummer, woher wusste sie die? Ja, sie weiß von mir. Hat er ihr das erzählt? Ja, von ihm. Ja, ich hatte auch mal Karneval, wollte ich mich unbedingt von ihm lösen. Da habe ich die beiden Hand in Hand in meiner Stadt spazieren gehen sehen. Mhm. Ja, durch Zufall. Aber du kennst die Frau von früher nicht zufällig? Nein. Das ist keine Bekannte? Nein. Also er hat seiner Ehefrau von dir erzählt? Ja. Und ihr habt euch auch sogar auf der Straße zufällig getroffen? Nee, ich habe die beiden entdeckt. Ach, die haben dich nicht gesehen? Nein. Ja, doch, er. Ich hatte ihm dann, als ich dann wieder zu mir kam, habe ich dann nach ihm gerufen. Er hat sich umgedreht, hat mich dann aber nicht gekannt. Ja, das habe ich ihm so übel genommen, dass ich daraufhin dann auch einige Tage später, nachdem er hier auch schon wieder einige Male bei mir aufgekreuzt war, habe ich bei ihr angerufen, um die Sache halt zu beenden. Bei ihm angerufen? Nein, bei ihr, bei seiner Frau, ja. Bei ihr hast du angerufen, um die Sache zu beenden? Ja. Warum hast du dich bei ihm angerufen, um die Sache zu beenden? Wieso bei ihm anrufen? Er lebt ja hier. Er lebt ja bei mir gleichzeitig und bei ihr. Ach, das wird ja immer doller. Ja. Er lebt auch gleichzeitig bei beiden Frauen? Ja, er wechselt immer. Er hat mir, also als ich ihn kennenlernte, er hat mich fast das ganze, komplette letzte Jahr so verarscht. Entschuldigung. Aber das ist so. Also er hat dann immer erzählt, es ging nur um die Kinder. Er müsste auf die Kinder aufpassen, die Frau würde Urlaub machen, die Frau sei im Krankenhaus und. Und dann war er immer zwischen, 2, 3 Tagen bis zu 3 Wochen dort. Also der junge Mann, oder nicht mehr so junge Mann, führt ein regelrechtes Doppelleben. Er hat da einen Haushalt, bei Lena einen Haushalt und bei der Ehefrau auch einen Haushalt. Ja, und hat auch noch eine eigene Wohnung. Ja. Und Lena, das heißt, du weißt das und die Ehefrau, sie weiß es auch. Ja. Warum lasst ihr Frauen euch das denn gefallen? Darf ich das mal diese so ganz direkt fragen? Ja, wenn ich das wüsste. Ich versuche verzweifelt, mich zu trennen. Seit vielen, vielen Monaten. Was denkt denn die Ehefrau über ihn eigentlich? Ich schätze mal, sie denkt das Gleiche wie ich, so nach ihrer Aussage. Ja, aber sie kann sich auch nicht trennen. Läuft denn da zwischen den beiden auch noch was, zwischen der Ehefrau und ihm? Dann ja, auch. Sie sagt ja. Und du glaubst ihr das auch?
ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt Spuren an seinen Oberhemden entdeckt, zufällig. Spuren? Ja. Und komischerweise, er roch auch am Hals und am, ja, auf der Brust ziemlich nach Frau. So. Ja, aber, ja, aber von einer bestimmten Stelle her. Also ziemlich unter. Das sind ja wieder Geschichten, die ich höre. Ja. Ja, es ist ganz schlimm. Du bist eine 48-jährige Frau. Ja. Eine erfahrene Frau. Nein. Nee, ich befürchte es schon, ja. Nein. Ja, und du benimmst dich eigentlich wie ein junges, unerfahrenes Mädchen. Ja. Bin ich auch irgendwo. Hast du auch Kinder schon, erwachsene Kinder? Habe ich, ja. Mhm. Was sagen die, kriegen die das so mit, was mit der Mama da passiert? Ja, meine ältere Tochter, ja, sie hat mit mir zusammen ihn auch mal vor die Tür gesetzt, als er gewalttätig wurde. Das kommt auch noch hinzu. Mhm. Dazu gleich, aber noch vorab die Frage, ich war jetzt davon ausgegangen, dass du geschieden lebst von deinem Mann oder getrennt lebst von deinem Mann, von deinem Ehemann. Von meinem Ex-Mann bin ich schon seit 92 geschieden. Ja, das wollte ich nur noch da nochmal bestätigt haben, weil ich mir das so gedacht habe. Jetzt ist dieser Mann nicht nur, dass er zwischen zwei Frauen ständig hin und her lebt, ist er auch noch gewalttätig geworden dir gegenüber. Ja, richtig, leider. Einmal oder kommt das Nein, öfter vor? Es kommt sehr oft vor. Wie wird er gewalttätig? Ja, er hat mich schon ans Bett gefesselt. Er hat mir Mund und Nase zugehalten. Beim letzten Mal war es so schlimm, dass ich, ich weiß nicht, was es für ein Anfall war. Ich bekam keine Luft mehr. Es hörte sich an, als hätte ich Asthma. Ich weiß es nicht. Er hat mich dann unter die kalte Dusche gestellt, dass ich dann wieder Luft bekam. Also es geht schon ziemlich hart ab. Weißt du, Lena, das fing gerade so an. Da dachte ich, naja, das ist so eine harmlose Liebesgeschichte. Mm-mm. Und jetzt erzählst du mir so nach und nach immer härtere Sachen. Ja. Also es ist schon ziemlich hart. Misshandelt, ich benutze jetzt mal das Wort misshandeln, denn das finde ich angemessen, nach dem, was du gerade erzählt hast. Vielleicht ist es ja noch schlimmer. Auch seine Frau, weißt du das? Nein, das würde er nicht machen. Woher bist du da so sicher? Nein, ich sage ja, das würde er nicht machen, hat er mir erzählt. Ich kann es nicht sagen. Mm-hmm. Ich bin immer mittlerweile, wenn ich solche Geschichten höre, und leider Gottes höre ich sie oft hier, vor Ratlosigkeit und Zorn eigentlich immer ganz, ganz wie gelähmt. Weil ich dann hier sitze. Ich hatte neulich vor ein paar Tagen noch so einen Fall. Und jetzt vorgestern, glaube ich, im Radio, wo ich so eine ähnliche Geschichte gehört habe. Ja. Und ich sitze dann und frage diese Frauen, warum? Und dann sagen diese Frauen mir, oftmals auch erfahrene Frauen, so wie du auch mit 48, dann kommt immer eine Pause und dann sagen die Frauen, ja, ich kann nicht anders, ich liebe ihn. Würdest du das genauso sagen? Genau so, ja. Mhm. Ja. Und dann musst du jetzt aushalten, dass ich dir ins Gesicht sage, Lena, du hast einen Riss in der Schüssel. Hab ich, ja. Sagt meine Tochter mir auch immer. Mhm. Also bei allem Respekt, ja. So darf man sich nicht behandeln lassen. Und das so darf man nicht mit einem Menschen umgehen, jetzt von seiner Warte aus gesehen, den man angeblich liebt. Und offensichtlich täuscht er dir ja auch noch vor, dass er dich auch liebt, oder? Ja, richtig, ja. Das ist doch alles Lüge, alles Lug und Betrug. Ja, und dann provoziert es mich auch noch, wenn die Frauen, genau wie du sagst auch noch, nachdem ich sage, du hast wirklich da einen Sprung in der Schüssel, dann sagst du, ja, stimmt. So, ja. Warum tust du nichts? Warum? Bitte? Ich versuche mich regelmäßig zu trennen. Ich werfe ihn, wer weiß wie oft, ja, aus meiner Wohnung. Und er kommt immer wieder zurück. Manchmal bin ich der Auffassung, wenn ich sowas höre, dass die Leute, es sind ja auch manchmal Männer in anderen Konstellationen, es betrifft ja nicht nur Frauen, dass ich dann sage, na, dann geschieht es euch auch recht, wie ihr behandelt werdet, wenn ihr einfach nicht die Konsequenz hinbekommt, einen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Aber weißt du, ich habe daraufhin auch bei einer Beratungsstelle mir einen Termin geben lassen vor einigen Monaten. Ja, und dann wurde mir geraten, eine Paartherapie zu machen mit ihm gleichzeitig. Eine Paartherapie mit dem? Ja. Wer rät denn sowas? Ja, und die haben wir auch zusammen gemacht.
Und ja, und dann habe ich aber von seiner Frau erfahren, er macht auch gleichzeitig eine mit ihr. Also es klingt wie ein völlig absurder Film. Mhm. Ja. Ich halte den Rat übrigens auch nochmal, ich möchte es aber unterstreichen, von dem Psychologen oder wer das war, für völlig unsinnig, eine Paartherapie mit einem gewalttätigen Mann zu machen und der dich so behandelt. Ich glaube, dann brauchst du Hilfe, dass du Eigeninitiativer werden kannst. Da, finde ich, brauchst du Hilfe, wenn du es alleine nicht schaffst. Du musst alleine zu einer Beratungsstelle gehen und dir alleine Rückhalt suchen oder alleine immer mit jemandem zusammenkommen, der dir den Kopf wäscht. Ja, hätte ich da mal Leute. Ich wäre dankbar, wenn ich vielleicht über dich, über deine Sendung, ja, einige Leute finden würde, die mich da so ein bisschen aufbauen können. Also, wir machen natürlich gleich mal Folgendes. Ich biete dir an, dass du mit meinem Psychologen, dem Ferdinand, jetzt gleich im Anschluss nochmal eingehend reden kannst. Ja. Vielleicht kann er dir noch ein paar Strategien vermitteln oder ein paar Adressen noch geben in deiner Gegend. Mhm. Und wenn sich bei uns jemand meldet, vielleicht betroffene Frauen, die in ähnlicher Situation mal waren und die den Absprung geschafft haben, stellen wir gerne den Kontakt her zu dir. Ach, das wäre sehr lieb, ja. Ich wollte gerade noch fragen, wie reagiert er denn dann darauf, wenn du sagst, ich will nicht mehr? Hui. Ja, er hat also schon einige Sachen in meiner Wohnung zerstört. Er hat mir, ja, mein Tagebuch zerfleddert, wo ich dann so einiges über ihn reingeschrieben habe. Mhm. Ja, wie gesagt, er wird gewalttätig. Also er reagiert aggressiv darauf. Ne? Ja, ziemlich schlimm, ja. Ja, und gestern war er halt nochmal hier gewesen und ja, hat sich von mir 20 Mark leihen wollen. Mhm. Er sagte mir dann irgendwelche Gründe. Und ja, ich weiß ganz genau, er brauchte das als Spritgeld, damit er zu seiner Frau fahren kann. Und er fährt auch noch mit meinem Auto hin, dass er sich unter den Nagel gerissen hat. Erzähl mir nicht noch ganz mehr. Schlimm. Das ist ja wirklich Horror. Am besten wäre es vielleicht, wenn du dich mit der Frau zusammentun würdest und ihr den gemeinsam auf den Mond schießen würdet. Nee, die will den ja genauso, wie ich ihn will. Also Lena, ich komme von ihm ab. Ich hoffe es wirklich. Ich beurteile und bewerte deinen Anruf hier jetzt auch so, dass du halt nach einem Strohhalm suchst, ne? Wie du von ihm wegkommst. Ja, denn ich hoffe ganz, ganz doll, dass er diese Sendung mitbekommt oder seine Frau oder Leute, jetzt hätte ich fast ihren Namen gesagt, die sie kennen. Mhm. Und ich hoffe wirklich, dass ich von Marc wegkomme, weil es hat keinen Zweck mehr. Es hat keinen Zweck mehr. Jetzt machen wir so, wie gerade besprochen und angeboten. Du legst auf und mein Psychologe, der Ferdinand, ruft dich gleich an und dann könnt ihr das Gespräch fortsetzen. Prima. Ich wünsche alles Gute und toll. Und hoffentlich stehst du in einem Jahr in einem Jahr, in einem halben Jahr, in ein paar Monaten ganz anders da. Ich sag dir Bescheid, wenn ich es geschafft habe. Es wäre sehr schön. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. 1:38, 15 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 39, 17 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine offene Telefon-Talkshow, das heißt, ihr könnt euch bei mir melden hier, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Jasmin ist jetzt dran und Jasmin ist 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Jasmin. Ja. Ich
Ja? Ich rufe an, weil ich dich fragen wollte, ob ich sexsüchtig bin und vor allem, was ich dagegen gemacht habe. Es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Ich habe es am Montag schon gesagt im Radio. Nach mittlerweile 1000 Sendungen habe ich so ein Gespür schon für Stimmen. Und manchmal merke ich es innerhalb von Sekunden, ob so ein Timbre in der Stimme liegt und ob es um Sex geht. Und Jasmin sagte nur so ein bisschen Hallo oder Hi oder irgend sowas gerade. Und ich wusste, es geht um Sex. Der Sex, du strahlst den Sex aus, Jasmin. Ja, es sieht fast so aus. Es hört sich fast so an, ja. Also, du wolltest mich fragen, ob du sexsüchtig bist. Ja. Gut, das werde ich ja gerne beantworten. Dann müssen wir aber jetzt erstmal die Fakten auf den Tisch legen. 22 Jahre alt. Ja. Erzähl mir von deinem Leben, erzähl mir besonders von deinem Sexleben. Ja, also vor 3 Jahren hat das angefangen. Da gibt es ja die Flatlines, wie vorhin schon einer bei dir angerufen hat. Ja. Und ja, da bin ich seit 3 Jahren regelmäßig drauf, also eigentlich fast jeden Abend. Und... Auch so eine Frau, die dann nicht bezahlen braucht, ne? Für Frauen ist das ja umsonst. Ja, klar, für Frauen kostenlos. Die Männer kosten verdammt viel Geld. Verdammt viel Geld, ja. Ja. Und ja, dann treffe ich mich halt mit irgendjemandem, je nachdem, wie die Stimme ist. Mhm. Und wenn das Aussehen dann noch passt, okay, dann geht's einmal in die Kiste und dann auf Nimmerwiedersehen. Mhm. 3 Jahre machst du das jetzt. Mhm. So über den Daumen. Wie viele Männer hast du in den 3 Jahren vernascht? Also Minimum 50. Mhm. Minimum 50. Und das sind dann immer so One-Night-Geschichten, eine Nacht. Daraus ist noch nie etwas Längeres erwachsen? Oder du hast dich auch noch keinmal in einen verliebt? Doch, das ist ja das Problem. Ich habe eigentlich momentan auch einen festen Freund. Das auch noch? Ja, das ist ja das Tragische. Aber es reicht mir nicht. Ich meine, es ist okay, unser Sexleben stimmt wirklich so vom Prinzip her, aber ja. Ich habe das 2 Wochen durchgehalten und dann war fertig. Ich kann jetzt nicht so schnell rechnen, 50 Partner in den 3 Jahren, wie viel sind das dann so im Monat? Das ist durchschnittlich. Also es kommt darauf an, wie viel Stress ich habe und wie viel Zeit ich habe. Mhm. Das fing vor 3 Jahren an, durch diese Telefongeschichten. Mhm. Vorher warst du ein normales junges Mädchen mit einem normalen Sexualtrieb. Mauerblümchen, hör mich nicht an. Genau das krasse Gegenteil. Dein Freund weiß der davon? Nein. Der weiß nichts davon. Wie lange bist du mit dem zusammen? Sag bitte nicht auch 3 Jahre. Nein, nein, ein halbes Jahr jetzt. Ein halbes Jahr. Den hast du aber nicht kennengelernt durch eine... Doch, auch. Den hast du durch so eine Aktion kennengelernt? Ja. Ah ja. Wohnt ihr zusammen? Wir ziehen jetzt nächsten Monat zusammen, ja. Dann wird ja alles sowieso sehr schwierig, ne? Dann kriegt er das ja genau mit, wie du lebst. Ach nee, ich habe meine Freundin. Wo du entdeckt. Achso, wo du dann offiziell hinfährst. Aber gut, du kannst da nicht so oft am Telefon hängen, wenn ihr zusammen wohnt. Ja doch, er arbeitet ja. Er arbeitet jetzt auch im Moment? Im Moment ja. Er arbeitet Nachtschicht ab und zu. Und du sagst, dass diese ganze Sache treibt dich so in diese Richtung, weil du die Vermutung hast, dass du sexsüchtig bist? Ja, ich kann einfach nicht aufhören, ich weiß auch nicht. Und ich denke, er hat halt auch 2 Kinder und es steht schon ziemlich viel auf dem Spiel. Mhm. Er will jetzt auch Kinder zusammen und so. Und ja, aber ich meine, so kann es ja nicht gehen. Und der Sex mit deinem Freund ist durchaus auch okay, schön und leidenschaftlich? Ja, ist absolut okay. Ich meine, es ist das krasse Gegenteil zu dem, was ich sonst praktiziere. Also Blümchensex sozusagen, aber ich will auch gar nichts anderes mit ihm. Ach so, mit dem Freund, das ist Blümchensex. Und mit den, mit den Männern von der Line, da tanzt die Paula dann. Ja, ja, da auch Swingerclub und so. Ach so, da lässt du richtig sauer aus. Mhm. Das ist das zweite Ich kommt dann raus. Ja, so ungefähr. Dann bist du mal ein richtiges Luder. Ja. Ne? Da bist du das brave Mädchen, die Freundin, die liebe Freundin. Mhm. Hast du kein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber? Doch schon, aber ich weiß auch nicht. Hast du denn schon mal Versuche unternommen, das zumindest zu reduzieren? Ja, also ich meine, so extrem wie vorher ist es auch nicht. Ich meine, es geht ja auch nicht, weil er ziemlich oft da ist und so. Aber ja, es gibt halt immer wieder Lücken und Gelegenheiten. Mhm. Es ist wie eine Sucht für dich, die du theoretisch gar nicht so im Griff hast. Natürlich gar nicht in den Griff kriegen kannst eigentlich. Nee, das geht nicht. Mhm. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass da schon, und
da bin ich nicht ansprechbar, ne? dass da schon etwas vielleicht Gravierenderes hintersteckt. Was du mit, du musst ja keine Psychotherapie oder sowas machen, aber ich würde mich mal schon an eine Beratungsstelle wenden oder mich mal mit jemandem unterhalten, der sich da ganz gut auskennt. Irgendwas schlummert da. Was, ja, glaube ich wirklich, was ausschlaggebend ist für diese Verhaltensweise. Ist ja auch interessant, ne, dass du mit deinem Freund eben den braven Sex hast, da quasi den dreckigen Sex in Anführungszeichen praktizierst, dass du süchtig danach bist. Ich würde dir vorschlagen, an deiner Stelle mich mal da über mich ein bisschen kundig zu machen. Weißt du, wenn ich jetzt dir sagen würde, du bist sexsüchtig, da kannst du auch nicht viel mit anfangen. Das bringt ja gar nichts. Du willst da ja eigentlich von weg. Ne? Ja, klar. Dein Wunsch ist ja halt eine treue Beziehung zu führen zu deinem Freund. Und das scheinst du offensichtlich alleine so nicht bewerkstelligen zu können. Ja, ich meine, also wenn ich da andersrum rauskriegen würde, ich glaube, ich würde ihn umbringen. Eben. Ich möchte dir auch das Gespräch mit meinem Psychologen nochmal anbieten, dass er dir zumindest ein paar weiterleitende Adressen vermitteln kann, wo man das genau macht. Es gibt ja spezialisierte Leute auch, die sich in dem Sexualbereich gut auskennen. Mhm. Ja? Ja. Würdest du es machen? Traust du dich das? Schauen wir mal. Nee, du hast dich jetzt hier getraut. Dann musst du das auch machen. Ja. Jasmin, also wir rufen dich gleich nochmal an und ich hoffe, dass... dass wer auch immer dich dann in den Griff kriegt, ne? Ja, schauen wir. Hoffen wir. Alles Gute. Okay, danke. Wiederhören. Tschüss. Sandra, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, Sandra, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Ich habe vor einiger Zeit schon mal bei dir angerufen. Ja, sag mal das Thema oder kurz zum Inhalt ein paar Sätze. Nur mit dem Namen kann ich das nicht verbinden. Ja, also es geht darum, dass ich mit 10 Jahre mit einem Mann zusammen bin, verheiratet bin und seit ca. 7 Jahren haben wir keinen körperlichen Kontakt. Mhm. Also sporadisch, mal immer mal ein bisschen, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr mal nicht, ich erinnere je mich. Nachdem. Ja. Und der Mann sagt immer, dass er das nicht mehr braucht und möchte. Ich spreche ihn schon öfter drauf an. Mhm. Das ist jetzt das krasse Gegenteil zu meiner Vorgängerin eben, aber er hat immer irgendwelche Ausreden. Mhm. Aber ich kann halt irgendwo nicht nachvollziehen, dass ein Mann das nicht braucht. Mhm. Ja. Mhm. Also es geht manchmal bis zu einem Dreivierteljahr, wo wir nichts miteinander haben. Er schwört aber, dass er mich liebt überall. Mhm. Wenn ich mich recht erinnere an unser Gespräch, war es ja so, dass du durchaus die Sehnsucht nach körperlicher Nähe und auch nach sexueller Erfahrung und Erfüllung hast. Mhm. Ja? Ja. Jetzt hast du dich nochmal mit mir gemeldet. Ist irgendetwas Besonderes passiert? Ja, es ist halt noch krasser geworden. Er hat sich beruflich verändert und ist jetzt noch beruflich noch mehr angespannt. Und jetzt ist er eigentlich so gut wie überhaupt nicht mehr da. Mhm. Wie war das? Habt ihr Kinder? Ich habe ein Kind, ja. Du hast ein Kind. Das ist ja fast überhaupt gar nicht mehr da. Du hast aber dieses Bedürfnis. Ja. Ist ihm eigentlich klar, wie stark dieses Bedürfnis bei dir ist? Ich denke schon, weil ich es ihm auch sage. Ich sage es ihm ganz klar und deutlich. Ich habe ihm auch schon ganz klar und deutlich gesagt, dass ich mir einen anderen Mann suche. Mhm. Ich habe auch gesagt, dass ich vielleicht mir einen anderen Mann suche, um ein Kind zu bekommen nochmal. Mhm. Ich mir noch ein Kind wünsche. Mhm. Aber das schreckt ihn alles nicht. Das ist für ihn... Er nimmt das ganz locker, ja. Mhm. Wir haben gerade das Stichwort von Lena gehört. Das Stichwort der Paartherapie. Habt ihr gemacht? Wir waren bei einer... Also ich habe das angekurbelt, das war sogar, da hast du mich damals drauf gebracht, bei einer Partnerschafts, als bei so einem Psychologen, der eben diese Partnerschaftsvermittlung macht, ja. Ja. Und er hat uns auch damals ein Bild mitgegeben, das sollte ich irgendwo hinhängen.
Er hört nichts, er sieht nichts, er riecht nichts, also die Sinnesorgane sind ausgeschaltet. Mhm. Das ist diesem Mann ganz krass aufgefallen bei meinem Partner. Mhm. Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn irgendwas ist, dann soll er sich dieses Bild anschauen oder ich soll ihm das Bild zeigen. Mhm. Aber es interessiert ihn überhaupt nicht. Damals hat er da gesessen und hat gesagt, ja, das macht er und das tut er und das ist in Ordnung. Mhm. Aber es interessiert ihn überhaupt nicht. Hast du nicht das Gefühl, auch vollkommen ignoriert zu werden? Ganz krass. Total. Und dieses ist doch eigentlich auch eine gravierende Verletzung. Das ist für mich wahnsinnig, wahnsinnig schwer und tut mir sehr weh. Ja, es ist eine sehr große Verletzung, ja. Also, ja. Denkst du denn jetzt, vor allen Dingen, wo sich das noch mehr verschlimmert hat, alles real an Trennung, über Trennung ganz nach? Ganz krass, ja. Mhm. Habe ich damals schon gedacht, als ich erst mal mit ihr telefoniert habe, aber jetzt noch krasser. Aber er steht dann immer vor mir und sagt, er liebt mich und wenn ich sage, ich trenne mich von dir, wenn du dich nicht änderst, auch von der Arbeit her, ja. Mhm. Also er geht früh aus dem Haus um 7:30 und kommt irgendwann um 10:30 heim. Mhm. Also ich glaube ja auch, Sandra, auch wenn ich nochmal dieses Gespräch in Erinnerung rufe, das wir damals geführt haben, dass du ja nur sehr duldsam bist. Und dass du sehr, sehr, sehr lange gewartet hast. Ja. Und behutsam mit ihm umgegangen bist. Ja, aber er stellt es anders dar. Er stellt mich als die Verbrecherin dar. Ich bin die Böse. Ja, das machen dann die Männer öfters in solchen Situationen. Das sagst du, du bist ein Mann. Ja, das sag ich. Das sage ich, weil ich es hier auch immer wieder höre. Und das ist halt auch so gemein dann den Frauen gegenüber. Wenn du 7 Jahre und jetzt 10 Jahre verheiratet seid, 7 Jahre kaum mehr im Bett was gelaufen ist, du es immer wieder ansprichst und er es abbügelt und wegdrängt, wenn ihr in einer Paartherapie wart und das nichts nutzt und er da auch auf taub schaltet und jetzt beruflich sich noch mehr engagiert und du noch mehr ins Hintertreffen gerätst, was willst du denn auch noch ertragen? Da bleibt einem ja wirklich nur noch übrig zu sagen, ich muss mich von diesem Mann trennen. Auch wenn ich ihn noch sehr gerne habe. Vermutlich ist das ja bei dir auch der Fall, dass du ihn sehr, sehr gerne hast und dass er in deinem Herzen ist. Meine zweite Ehe und ich denke mir halt, dass das irgendwo jetzt mal mein Punkt ist, wo ich bleibe. Mhm. Ich habe das damals, glaube ich, schon gefragt. Wäre denn nicht so ein Arrangement zu finden, dass ihr sagt, wir lösen quasi jetzt dieses Eheverhältnis und wir bleiben verbunden als sehr enge Freunde? Weil ihr seid ja im Prinzip nichts anderes als enge Freunde, wie ihr lebt. Wir leben wie Bruder und Schwester, wie in einer WG. Könntest du ihn damit nicht vielleicht, würde er sich darauf einlassen? Habe ich alles probiert. Will er Nein, auch nicht. Dann wird er knallhart. Mhm. Ja, aber da solltest du vielleicht jetzt auch mal knallhart werden. Es sind so viele Jahre, das sind auch kostbare Jahre deines Lebens, Sandra. Immerhin bist du erst 34. Da soll ja auch noch eine ganze Menge passieren. Du kannst ja nicht die nächsten Jahre, bis du alt und grau wirst, so leben, so zurückgenommen leben. Du lebst vollkommen zurückgenommen. Das frage ich ihn ja immer. Ich frage ihn immer, ob er meint, dass ich hier irgendwie ein Zölibat abgelegt habe oder ob ich jetzt als Nonne leben muss. Mhm. Und nein, und ich liebe dich. Ich weiß, es liegt doch nur an dir und du weißt doch und du musst doch nur und tu doch mal und... Ich weiß, das ist immer so leicht gesagt von außen und auch so schnell gesagt, trenn dich. Aber ich sage es nicht leichtfertig in dem Fall und ich sage es auch nicht schnell. Ich finde, dass das wirklich in dem Zusammenhang, wie du alles jetzt geschildert hast, eigentlich die einzige Möglichkeit ist, für dich noch ordentlich zu handeln. Was willst du denn noch machen? Was willst du noch machen? Domian, sag mir bitte... Was macht er in diesen, was hat er in diesen 7 Jahren gemacht? Ich meine, Männer sind doch da, glaube ich, schon etwas geladener, sage ich jetzt. Ist mir ein Rätsel. Entweder, ich habe nur 3 Möglichkeiten. Entweder ist er impotent, aus welchen Gründen auch immer. Entweder ist es psychisch bedingt oder organisch bedingt. Oder er hat eine andere Frau. Oder ist es irgendwas so gravierendes zwischen euch nicht in Ordnung, dass er nur noch Selbstbefriedigung betreibt? Nein, natürlich. Die Eskalation kommt natürlich dadurch. Er hat Probleme mit seinen Eltern gehabt. Der Vater ist gestorben, der Vater war. Also er vermutet, dass sein Vater schwul war.
Er ist auch an AIDS gestorben. Das hast du erzählt, ja. Ja. Und er denkt eben, dass sein Vater homosexuell war. Und mein Gedanke geht darauf hinaus. Oder da, genau das haben wir damals auch schon mal gesagt, dass er vielleicht eine ganz andere sexuelle Orientierung hat, die aber nicht leben, sich zu leben traut. Aber wie kann ich sowas rausholen? Damit könnte ich eher fertig sein. Ich könnte sogar mit dem Mann zusammenbleiben. Ja, ja das, ich, vielleicht musst du dich irgendwann davon verabschieden, wenn er so mauert und so dicht macht, dass du etwas von ihm rauskriegst. Vielleicht musst du erstmal für dich handeln und sagen, okay, er sagt mir nichts, ich ziehe mich jetzt zurück. Vielleicht bricht er ja auf, wenn er wirklich merkt, wie ernst es dir ist. Vielleicht bricht er dann. Aber ich glaube, du solltest dich jetzt nicht mehr um ihn so sehr kümmern. Was geht denn ihm vor? Was ist da los? Obwohl ich verstehe, dass du gerne wissen möchtest, was dahinter steckt. Du sollst dich jetzt um dich kümmern. Wie komme ich da raus? Und wie führe ich... Ich will gar nicht rauskommen. Ich mag ihn ja und ich liebe ihn und ich möchte gerne mit ihm zusammenbleiben. Ich bin vollkommen überfragt. Man kann es nicht aus einem Menschen herausprügeln, wenn er nichts tut, wenn er auch nicht bereit ist, sich alleine irgendwie mit einem Arzt oder einem Psychologen zusammenzusetzen. Man kriegt es nicht raus. Ich weiß es nicht. Man muss irgendwann gehen. Du möchtest unbedingt, ne? Ich möchte gerne und ich will gerne mit ihm zusammenbleiben und ich würde gerne wissen, was mit ihm vorgeht. Und für mich ist halt die große Frage immer und immer wieder. Hast du ihn eigentlich mal darauf angesprochen, ob er schwul ist? Ja, habe ich. Aber da lacht er nur und Quatsch und was. Nee, also es streitet total ab. Hast du ihm auch gesagt, dass du das auch akzeptieren würdest, dass du selbst dann bei ihm bleiben würdest und gerne mit... Das habe ich noch nicht gesehen. Sag's doch mal, versuch mal. Guck doch mal, wie er dann reagiert. Wir hatten heute Abend das Gespräch davon. Ich meine, ich bin jetzt, denke ich, schon in einem Alter und ich wollte noch mal ein Kind haben. Und habe heute Abend zu ihm gesagt, ich möchte eigentlich schon ein Kind haben. Noch mal ein Kind haben. Und da sagt er, ja, ist kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, aber irgendwie müsste man ja dann doch mal irgendwie... Da macht er noch Witze drüber und sagt, aber ja... Sandra, lass mich nein, da macht er noch Witze drüber und sagt, durch Luft kommt man ja nicht zusammen. Und aber darf ich dir da auch noch was zu sagen? Ich glaube nicht, dass ein Kind, das ist auch eine typische Verhaltensweise, ein Kind diese verfahrene Situation rettet. Du denkst jetzt, wenn ein Kind da ist, dann ist es vielleicht erstmal wieder alles gekippt. Nein, das war nicht mein Gedanke. Ich wollte wirklich, ich habe ein Kind, das ist also jetzt schon... Ja, 16 Jahre alt. Und ich wollte wirklich noch mal ein Kind von dem Mann, den ich liebe. Und das habe ich eigentlich schon seit 7 Jahren gesagt. Ja, aber schön wäre es ja, wenn du ein Kind bekämst von dem Mann, den du liebst und mit dem auch alles in Ordnung ist. Aber bei euch ist ja nur alles eben nicht in Ordnung. Ja, das ist richtig, aber ich wollte seine Reaktion mal sehen. Und er sagt natürlich auch, ja, ein Kind hätte er auch ganz gern. Und dann lacht er und lacht darüber und sagt, na, durch Luft kann man ja wohl kein Kind machen. Nochmal gefragt, du kannst ihn nicht dazu bewegen, eigenständig, also alleine zu einer Psychotherapie zu gehen? Nein, das macht er nicht. Er ist viel zu cool und viel zu machohaft. Er ist Geschäftsmann. Absolut. Ich bin da ratlos, Sandra. Ich weiß es nicht. Helf mir. Ich kann. Letztendlich musst du dir selbst helfen. Wie denn? Indem, wie ich es gerade gesagt habe, du mehr auf Distanz, du raus aus der Beziehung musst. Wenn ich gehe, sagt er, du bist gegangen, dann tschüss. Ja. Wenn er das aber auch, wenn du das schon glaubst, dass er das sagt, das habe ich dir damals auch gesagt. Mein Gott, warum klebst du denn dann so an diesem Mann auch? Wie verletzend. Ja. Gut, es ist nicht zu vergleichen mit dem Fall von Lena vorhin, aber es ist ja auch ein so verletzendes Verhalten, was er an den Tag legt. Ich schimpft mich auch. Ja. Ja, ich höre schon die Musik. Die ist gleich zu Ende, Sandra. Ja. Wenn du nochmal mit meinem Psychologen reden möchtest, biete ich es dir auch gerne nochmal an. Können ja? Okay, dann rufen wir dich auch gleich nochmal an. Ja, okay. Alles Gute. Klar, ja. Alles Gute. Danke. Jetzt wirklich. Tschüss. So, meine Lieben. In der Technik heute Nacht Leo Scholten und morgen, ich habe es ja gerade schon erzählt, haben wir unser Thema Ich schwimme im Geld. Ich möchte morgen mit stinkereichen Leuten reden. Mit Leuten, die
eine Million haben, 2 Millionen, 20 Millionen oder wie auch immer, die richtig reich sind und erzählen mir, wie es ist, reich zu sein. Ist es schön? Ist es ätzend? Ist es erdrückend? Ist es vielleicht gar nicht so erstrebenswert? Also morgen heißt das Thema, ich schwimme im Geld. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Um 1 sind wir wieder da im Radio, hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche einen schönen Nacht. Bis morgen. Bye, bye.